Heute schauen wir uns wieder Shorts an und Leute, es ist was ganz Besonderes passiert, okay? Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Yuya Beauty X getroffen, okay? Und die Chemie zwischen uns beiden war einfach insane, okay? Wir haben so krass harmoniert. Ich sag's dir, wie es ist, die Videos, die rauskommen werden, die sind einfach so todeslustig, ne? Es ist so Nonsense, was wir da labern, aber es ist so witzig. Freut euch auf jeden Fall auf die Videos, die werden die Tage dann online kommen. Ich glaube, wir haben zusammen 3 Videos gedreht, plus einen Vlog irgendwie. Also, der Vlog ist ein bisschen weird, aber ist ja auch egal. Leute, wir schauen uns heute Shorts an, deswegen lasst gerne einen Daumen nach oben, Abo da und wir gehen direkt rein in den Shorts. Sorry, dass ich das hier erwähnen muss, aber Leute, es ist einfach cool. Dinge, die mich ohne Grund aufregen. Fangen wir direkt an. Bin gespannt. Diese Leute, die andauernd Period sagen. Oh my god, Period, and that's on Period. Period, girl. Kenn niemanden, der das sagt. Halt einfach dein Maul. Zweitens, Petersilie. Warum existiert es? Warum benutzen wir es, um Essen zu verfeinern? Alles, wo man Petersilie drauf macht, schmeckt wie Scheiße. Oh, was mich noch aufregt, ist, wenn ich Leuten sage, sie soll mir bitte auf Instagram folgen, ist aber nicht tun. Ich hab so. Ihr könnt auch gerne mir folgen. Maxify einfach bei Instagram. Kuss. Bitte gesagt. Auf Instagram los. Drittens, das Gesicht von Joey King. Es gibt dafür wirklich keinen Grund, aber irgendwas in ihrem Gesicht sagt mir, dass ich es schlagen soll. Und viertens, mein Gesicht. Ich bin zwar auch hübsch, aber immer wenn ich mir meine Videos anschaue, will ich mich auch ins Gesicht schlagen. Mein Gesicht ist halt auch ziemlich punchable, was aber nicht heißt, dass mich irgendjemand von euch schlagen darf. Es sei denn, du heißt Bucky Barnes, dann bitte schlag mich. What the fuck? Ich mag sie trotzdem. Kleiner Geburtstagsvlog. Geburtstagsvlog. Nachts erst Kuchen und dann diese. Oh, das ist 11 Likes. Oh, alles gut zum Geburtstag. Nachträglich, vorträglich, alles. Alles, was du magst. Strauß meiner besten Freundin Lena. Ein Foto damit seht ihr auch auf Instagram. Dann habe ich Klavier gespielt, mit ganz vielen Leuten telefoniert und auf Glückwünsche geantwortet. Und abends. Alles gut zum Geburtstag. Dieser Typ hat eine Autowaschanlage nur für Menschen gebaut. Wenn du also zu faul bist zum Duschen, kannst du dir einfach so etwas bauen und am Ende wird er sogar noch trocken geföhnt und kann ohne Probleme... Ey, ich sag ganz ehrlich, so wie es ist, dieser Aufwand dafür ist halt einfach viel zu unnötig. Aber ist cool. Aber die ganzen Wasserpusteln, hey, das eigentlich ist witzig. Man muss schon sagen, ist witzig, ne? Nein, das verbraucht so viel Strom, Alter. Oben, die vom Bosch, die Dinger, oder was ist das? Hä, wie er die Hose anzieht. Ich kann nicht mehr. Was passiert hier? Ich habe sogar die Schuhe angezogen. Dieser Typ hat... Digga, wie smart ist das denn bitte? Hä? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Was sind eigentlich Nintendo-Controller? Ich meine, schaut euch mal die PlayStation und Xbox cool. Seit der ersten auch cool. Konsole. Schaut die Controller cool. Hier eigentlich auch relativ cool. Ähnlich. Auch PlayStation cool. 1, 2, 3, 4, 5, wenig Unterschied. Aber was zur Hölle geht bei Nintendo ab? N64, GameCube, Wii, Switch. Die haben öftere Controller gewechselt, als man hinschauen kann. Innovativ waren sie aber und der Spielspaß immer ganz oben. Auch wenn ich bis heute nicht weiß, welches... Ey, dieser Controller, der so 3 Sticks hat, ne? Warte mal. Alien mit genau, wie hält man den? Wie hält man den? Also mal kurz immer entscheiden, ob das oder das. Der Armin auf der N64 zocken soll. Was sind eigentlich... Ja, das ist ganz weird. Mama, darf ich... Elisa, 16, möchte ins Kino. Kino. Wie ins Kino? Schon wieder? Mama, Frieda, glaubt, Kino kostet noch immer 2 Mark. Der Exorzist? Nee, du! Aber wirklich nicht. Ach komm, bitte. Ich kenne solche Filme. So etwas ist nichts Mama, für deine Augen. Das ist viel zu brutal. Nee. Nee, ich darf nicht. Was? Man kann es online gucken? Elisa, ich mit einem Ausge... Ah, okay, klar. Oh mein Gott. Ich sag so, wie es ist, der Exorzist, ne? Entschuldigung. Der ist echt kacke gewesen. Also der im Kino war letztens. Mama Frieda weiß, dass was Böses im Busch ist. Elisa? Was guckst du da? Pornos! Porn? Was? Hä, ist doch... Dann sagt man doch lieber Horrorfilme und nicht Pornos. Oder bin ich gerade verwirrt, hä? Hättet ihr Pornos gesagt oder... Werdet ihr ehrlich gewesen? Ich wäre ehrlich gewesen, aber Horrorfilme heutzutage sind echt alle kacke geworden. Da kommt es mir nur so vor. Ich weiß nicht, ob ihr Leute seid, die gerne Horrorfilme schauen. Ich an sich schon. Nur nicht alleine. Ne? Aber ey, ich sag's wie es ist. Sind halt alle nicht mehr so sehr, oder? Unser Whirlpool ist eiskalt. Zu kalt, geht da nicht rein. Es war die Tage so heiß, dass ich dachte, wir brauchen eine kleine Abkühlung. Aber die letzten Tage war es nur noch bewölkt und heute hat es... Ich wäre reingegangen. Regnet. Aber weil ich jetzt die letzten Tage die ganze Zeit mit Reinigen beschäftigt war, müssen wir heute auch mal genießen. Auch wenn das bedeutet, dass geil, ich mir etwas abfrieren werde. Ja, warte, das sprudelt doch, das ist doch warm, oder? Das ist noch einen anderen Grund, warum ich heute mit Theresa in diesem Pool bin. Schaut euch einfach an, was sie für eine Gänsehaut bekommen hat. Oh. Ich bin der Meinung, dass Theresa mir etwas verheimlicht. Was sei ich passiert, als alles da war? Die beiden waren allein zusammen. Und jetzt verhalten sie sich so merkwürdig. Im neuen YouTube-Video geben wir den ganzen auf den Grund. Ich bin so verwirrt manchmal bei Shots. Ich habe das Gefühl, Shots sind irgendwie so Promo für irgendwas. Hey Mom, can I play Minecraft? Sure, but only for 1 hour. Aber nur für eine Stunde. Hey Google, ich setze eine Stunde Timer. One hour.
Starting now. Okay, go. Have fun. Yes. What is that? Peace and quiet? I can hear myself think? This is nice. Hey, Google, cancel the timer. Okay, it's canceled. Hä? Hey, Mom, can I play Minecraft? Ja, gut, dann lass dein Kind halt einfach ewig spielen. Ich durfte auch spielen, so viel ich will. Und was ist aus mir geworden? Gamer. Wie würde Fortnite... Das bin ja ich. Vor über 30 mit Jahren Haaren noch. In den letzten 5... Ich sag's dir, wie ist das, Leute? Ich schwöre, es wird so geil aussehen, wenn meine Haare wieder lang sind, ne? Ja, gab es verschiedene Maps und über 20 Seasons. Ja, komm, scheiß auf den Max wieder unten. Aber lass trotzdem ein Like und ein Abo da. Ja, sind wir jetzt... Kiwi, du bist in einer Situationship. Eigentlich zusammen. Was? Ja, ob wir jetzt zusammen sind. Ja, ich hab dich schon verstanden. Aber da muss ich erst mit meinem anderen Schluss machen. Hä? Du musst erst mit einem anderen Schluss machen? Bodycount. Ja, 15 Tunnel. Und deiner? Ja, mit dir zwei. Was? Du schiebst ja auch echt alles in die Spalte. Ja. Hä? Das ist mein bester Freund. Ja, schon der nächste, den du dir in die Spalte schiebst. Bro, ja, what the fuck? Eigentlich zusammen? Bro, what the fuck ist... Was ist denn... Ich bin so... Leute, ich kann nicht mehr. Ich war zum ersten Mal und gleichzeitig zum letzten Mal bei einem Friseursalon. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie keiner mit meinen Haaren umgehen kann. Weiße sowieso nicht, aber schwarze irgendwie auch nicht. Ich habe ihr gesagt, dass das übertrieben wehtut und dass man Haare nicht trocken föhnt. Sie hat das ignoriert und einfach weitergemacht. Und dann dachte ich mir so, nö, ich mach das selber und habe dafür ein Side-Eye. Boah, das ist doch voll ungesund für die Haare, wenn man so aggressiv föhnt, oder? Eines Lebens kassiert. Ich musste sogar heulen, weil es so weh getan hat. Die haben sogar auf deren Sprache über mich gelästert und dachten, wir verstehen das nicht. Am Ende wollte sie sogar mehr Geld haben, als besprochen war. Und das ist nicht der Hairstyle, den ich von Anfang an wollte. Sie hat einfach das gemacht, worauf sie Bock hatte. Nicht alle Friseure sind so, aber den Laden werde ich nie wieder mehr betreten. Ne. Ich war zum... Okay, ja dann, ey, am besten geh einfach da nicht mehr hin, weißt du. Tipp von mir gerne. Das Video. Könntet ihr vielleicht eine Packung von Takis haben, liebe... Mit viel Freude an, doch endete sehr traurig. Könnte ich eine Packung Takis haben, schrieb jemand. Und weil du dir nur eine Packung Takis gewünscht hast, wollte ich eine Ehrenfrau sein und dir einfach mal alle Takis-Sorten geben, die wir im Vibeshop haben. Okay. Doch dann ist mir etwas aufgefallen, dass alles kaputt... Warum macht sie alles mit Handschuhen? Kann mir das irgendwie erklären? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich möchte die Menschen, die hinter mir stehen, Team Einhorn glücklich machen, doch dein Plüsschen war nicht gedrückt. Und das hat uns wirklich sehr traurig gemacht. Ich wollte das Paket wieder auspacken, aber dann dachte ich mir, ich schenke das jetzt jemandem, der wirklich zu Team Einhorn gehört. Oh. Seid ihr Team Einhorn? Boah, Kai Julius, guck mal, was mit dir... POV, Mütter am Handy. Oh, mal geschickt, hat wie Knorke. Knorke? Boah, Mama, dein Handy ist viel zu hell. Cringe. Ja, du kannst es hier dunkel machen. Halt mich fest. Halt mich fest. Wow, mich sticht eine Wespe. Ey, das wusste ich. Bro, was passiert? Mich sticht eine Wespe, ey? Ich, da muss ich gleich die Susanne anrufen. Ey, oh mein Gott. Warte einen Moment. Susanne, du weißt nicht, was ich herausgefunden habe. Man kann das Handy dunkler machen. Hör mir auf. Ja, halt mich fest. Ey, ich fall vom Pferd. Ich wusste es nicht. Glaubst du es? Kika Julius, mein iPhone hängt sich allzu oft. Das macht nichts mehr. Mama, du hast ja auch 1000 Tabs offen. Ist dir klar, ne? Was sind denn Tabs? Was ist das denn? Zeig's doch. Ich kenne nur die Spültabs. Ah, die Mama weiß es. So, wow. Alles weg. Alles weg damit. Ey, das brauchst du doch gar nicht. Wow, jetzt ist es ja... Wie nennt man das denn? Frasch? So, jetzt machen wir ein Bild für die Oma. Sag mal, Pippi! Geht das? Ja, machen wir gleich noch eins. So, jetzt komm, setz dich doch mal vernünftig hin. Wie sitzt du denn? Ey, wie so ein Sack. Wie so ein Sack. Ey, halt mich fest. Boah, Kai Julius, guck mal... Halt mich fest. Ich kann nicht mehr. Ja, Leute, heute sind so komisch. Es tut mir leid. Haben Johannes und Lebe dieses Video hier gefällt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Die beiden jagen sich mit einem AirTag und machen dabei eine 500.000 Klicks. Ja. Und dann wird's richtig spektakulär. Johannes okay. Schnappt sich einen Paraglider. Geht sowas überhaupt? Wir finden's raus. Los ging's in den Schweizer Bergen. Jetzt sind wir gespannt, ne? Levin ist mit einem E-Bike unterwegs. Ich bin jetzt hier gerade locker 20 Minuten hier den Berg hochgefahren. Wir merken uns, er fährt nach oben. Und daraus der Verfolger Johannes nur so? Kann ich mit euch mitfliegen, ja? Er schnappt sich einen Paraglider und fliegt mit dem spontan den Berg... Ja, spontan nicht, das war abgesprochen. Runter. Also weg von dem, den er eigentlich fangen soll. Das macht überhaupt keinen Sinn. Hä? Deshalb schauen wir uns den Paraglider mal genauer an. Der hat ja eine ziemlich auffällige orangene Jacke. Nach der können wir jetzt das ganze Internet durchsuchen und bam, gefunden. Er heißt Michael und kann uns sagen, wie spontan die Aktion wirklich war. Der Johannes. Ja, komm, es war fürs Thumbnail halt gemacht. Es hat uns 2-3 Tage vorher kontaktiert. Und die ganze Geschichte, die sei auch nur abgesprochen gewesen. Also, das ganze Video war nur geskriptet und Unterhaltung. Mit uns zu besprechen wollten Levin und Johannes aber leider. Am Ende des Tages ist es auch gar nicht so schlimm, sind wir mal ehrlich.
Es ist, es, die Videos dienen halt zur Unterhaltung. Die sagen ja nicht, dass alles so super authentisch ist, oder? Ich will die jetzt da auch nicht so komplett in die Pfanne oder so hauen, ne? Und was das Video, keine Ahnung. Ich bin mir auch zu 100% sicher, dass nicht alles bei Mr. Beast zum Beispiel echt ist. Da ist auch höchstwahrscheinlich super viel gescriptet. Und? Juckt es wen? Nein. Sollte da jemanden das irgendwie jucken? Nö. Hat da, haben die irgendwie damit geschadet mit dem Video? Nein. Das ist so Unterhaltung. Juckt nicht. Ich meine, ich bin auch kein Riesenfan von dem Content, den sie machen. Und ja, I don't know, aber trotzdem, ey, voll fein. Also, keine Ahnung. Wir haben auch noch einen AirTag-Fang von Finnel gecheckt. Wenn ihr das sehen wollt, da ist der Link. Ja, guck mal. Nee, nee, so nicht. Nee, scheiß drauf. Nee, nee, nee. Wenn man als Kind Flohmarkt gespielt hat. Gemacht, wie schön. Mhm, habe ich ganz allein organisiert. Toll. Und bisschen leise. Banane? 5 Euro. 5 Euro Banane, tschüss! Was ist mit der Uhr? Auch 5 Euro. Fällt mir ja, ich glaube, die würde ich nehmen. Oh, hallo Sohnemann. Hallo. Was machst du? Spielst du wieder Flohmarkt? Mhm, ich verkaufe ein paar Sachen, um mein Taschengeld aufzubessern. Schön. Warum hast du da meine Uhr? Die ist ein bisschen teurer. Im Schlafzimmer gefunden. Kannst du ja nicht einfach verkaufen, die ist mehrere tausend Euro wert. Entschuldigung, ich mache gerade ein Geschäft mit dem jungen Mann und ich wollte die Uhr gerade kaufen. Stiftchenjäger. Das geht nicht, das ist meine Uhr. Nee, ich bin ja gerade im Kauf quasi schon drin, deswegen steht mir die Uhr zu. Ah nee, so ein Missverständnis. Es ist der Flohmarkt meines Sohnes, meine Uhr, also. Junger Mann, kennen Sie diesen Herrn oder haben Sie Lust, sich 5 Euro zu verdienen? Ich habe diesen Mann noch nie zuvor gesehen. Aha. Vielen Dank. War mir eine Freude. Papa, verpiss dich. Papa, verpiss dich. Ja, moin. Hey, Schatz, das geht. Ah, nein, es ist die Frau Müller, Leute. Sie ist schwanger. Ich muss was sagen. Wir sind schwanger. Was? Was? Wir sind schwanger? Wir? Hey, Timmy, was geht? Timmy? Was geht? Ich werde also Vater? Ja, Schatz, wirst du. Ihr hattet Sex? Ja, also, ja, ich... Hatten wir offensichtlich. Glückwunsch, Mann. Hä? Danke, Mann, ich dachte schon, also... Du freust dich für uns? Nein, für ihn. Dass du Sex hattest, darüber reden wir nochmal. Hey, Schatz. Ey, wirklich diese Fortnite-Videos, wie kommt die da hin mit 3 Likes die ganze Zeit? Und was machen wir? Phoebe, dein Freund sagt, er braucht ein was bisschen Abstand. Boah, Schatz, du klebst richtig an mir. Kannst du vielleicht ein bisschen rutschen? Oh, okay. Also, ich schau mal auf die Uhr. Jetzt ist 17.12 Uhr. Und wenn süßes, ich aber süßes Bild. 10 Minuten gehe, könnt ihr noch mit den Jungs zocken. Passt es, Schatz? Hä? Wo ist sie hin? Oh mein Gott. Ho? Es hat nicht mal Likes, aber wie hat... Hä, wie schnell? Jetzt macht sie das schon wieder. Mann, ist die dramatisch. Hey, ich check gar nichts mehr. Leute, warum hat mich... QV-Joggenanzug wäre doch keiner besser. Keiner hat davor gesagt, dass wenn ich heirate, so im Auto sitzen werde. Ich sehe mal bei anderen Paaren, die sitzen süß nebeneinander. Ich sitze so, ich krieg keine Luft mehr. Sorry. Sorry. Leute, warum hat mich... So, ich hätte einmal die Pasta al Limone. Jetzt ist wieder so laut. Der eine am Tisch, der zu spät auf sein Essen reagiert. Okay. Ja, die Pasta sind für mich. Oh. What does this say? One head. Let me see. Hä? Excuse me. Oh. Yeah, you want a head? Yeah. Okay, let's go. Right around this corner. Warte, was? It just like that? Yeah. Oh, sick. Was heißt das genau? Want head? Kopf. Also, ich möchte... What is this? Ich check das nicht. Möchtest du Kopf? Hä? Ich verstehe es. Sorry. Wahrscheinlich checkt ihr es bestimmt. Ihr seid bei den Smartesten. Ihr checkt hier alles. Aber ich sag so, ich check das gar nicht. So, meine Lieben. POV, der Schüler, der anonym verstanden hat. Wir machen heute eine anonyme Umfrage. Ihr müsst einfach nur Ja oder Nein ankreuzen. Aha. Ihr habt 10 Minuten Zeit. Wow. 100% haben Ja angekreuzt. Warum glaubt ihr, dass euer Sitznachbar Ja angekreuzt hat? Ja, bitte? Ja, wenn die Umfrage anonym ist, woher soll ich wissen, dass er mit Ja angekreuzt hat? Ja, Sven, 100% mit Ja angekreuzt hat. Bitte, lass es. Was? So, meine Lieben. Wir müssen einmal das Essen bezahlen. Dieser eine Freund, der nur so tut, als wäre er auf. Wollen Sie zusammen bezahlen oder getrennt? Ja, ja, natürlich zusammen. Alles klar, das macht dann 120 Euro. Mhm. Was? 120 Euro? Ich komm gleich an die Kasse bezahlen. Ich muss dazu bringen, dass mein Freund bezahlt. Entspann dich, ich bezahle schon. Warte. Der sieht aus wie 10. Warte, wie macht das?
Ja, das ist Rechnung, das ist Rechnung. Ja, und das ist das Geld. Ja, das ist das Geld. Wie viel macht das nochmal? Ich guck nochmal kurz. Warte, ich werde schon bezahlen. Warum zahlt der Typ jetzt nicht? Er soll doch bezahlen. Wollen Sie nun bezahlen? Ja, einen Moment, warten Sie kurz. Das sind Gabeln, das ist ein Teller und hier ist das Essen drin, hier ist die Rechnung. Alles okay? Du schwitzt schon. Hier ist das Geld, was machen wir jetzt? Am besten ich zahle nicht. Ach, gib schon her, ich bezahle schon. Ali, was machst du da? Das machst du jedes Mal, immer bezahlst du. Ali, warte, ich komme. Ich komme, aber wie komme ich? Ich habe zwei Beine, genau, damit komme ich zu dir. Ali, du brauchst nicht zu bezahlen, ich mach das doch schon. Ich kenne niemanden, der so ist. Kennt ihr Leute, die so sind? Ich kenne niemanden. Das sollte jeder mit seinem Klopapier machen. Denn damit bringst du jeden zum Staunen, der deine Toilette benutzt. Nimm dafür die Klopapierrolle und lege sie aus. Falte das erste Blatt jetzt so, dass vorne eine Spitze entsteht. Denn durch diesen Fall sieht das Klopapier schon deutlich ansehnlicher aus, wenn du es einfach so wieder neben deine Toilette hängst. Doch es geht noch deutlich besser. Nimm dafür deinen Wasserhahn, mache ihn kurz an, damit er hier unten etwas feucht ist. Drück jetzt die Klopapierrolle genau mit der Spitze hier kurz drunter, nimm sie wieder ab. Ey, das ist voll der Auftrag, das macht doch niemand, hä? Und dann hast du ein solches Siegel auf der Klopapierrolle. So sieht es in deinem Bad aus, als wärst du in einem Hotel. Und das sollte ich... Wer möchte, was ich zu Hause, dass es so aussieht, als wäre man in einem Hotel? Man will doch einfach, dass es sich das einheimisch anfühlt, so wie als wenn der Gast sich hier fühlen kann wie zu Hause. Und bei zu Hause meine ich, dass man einfach das so lässt, so wie es ist. Oder nicht? Hä? Oh, Entschuldigung für die Störung. Ich bin neu eingezogen drüben. Wenn der Nachbar dein WLAN benutzt? Könnte ich vielleicht Ihres benutzen? Nur für heute. Oh ja, natürlich. Warten Sie. 255? Oh, vielen Dank. Schönen Tag noch. Kurzes Passwort. Warum ist mein Internet? Monate später? Langsam, was? Oh, ist bestimmt da drüben. Oh, hi. Hallo. Mein Internet ist mega langsam geworden. Ich wollte mal schauen, was Sie hier so... Oh, das tut mir wirklich leid. Warum hat er so eine Maske auf, hä? Ich habe spontan Besuch bekommen und wir haben eine LAN-Party. Das ist nur für heute, ja? Nur für heute, ja, kenne ich euch. Viel Spaß noch. Ja, danke schön. Los, ja. Was ist denn jetzt schon wieder, Mann? Oh, hi, ich lade gerade drüben ein paar Filme runter und das läuft gar nicht so flüssig. Wäre es vielleicht möglich, alle Geräte zu trennen mit dem Internet? Oh, ja, ja, natürlich. Oh, vielen Dank. Schönen Tag noch. Ey, Moment mal! What age does your ideal? Rainer, und mach jetzt keine falschen. Wenn ich im Gefängnis wäre. Ja, okay, entspann dich jetzt. Alles klar, Jungs, ihr könnt gehen. Ich übernehme ab hier. Wow. Warum seht ihr so viele SWAT-Einheiten? Sir, das muss leider so sein. Er hat etwas gemacht, was sich niemand trauen würde. Eigentlich bräuchte er drei Handschellen, damit wir alle in Sicherheit sind. Aber was hat er denn gemacht? Ich check hier gerade gar nichts. Alles gut, brauchst du keine Sorgen zu machen, wirklich. Jetzt, wo du es so sagst, mach ich mir erst recht Sorgen um dich. Toll, jetzt hast du meinen Kopf geknallt, jetzt denke ich die ganze Zeit daran. Ey, Neuling. Ja, was denn, Großer? Deswegen bist du hier gelandet. Ach, ist nicht so wichtig, alles gut. Ich habe 5 Leute abgemuckst, deswegen bin ich hier. Warum bist du hier? Ja, okay, wenn du es wissen willst. Ich bin in das Zentralgebäude von Rockstar Games eingebrochen und habe GTA 6 abgezogen. Aber ich wurde 20 Minuten später an der Tanke gepackt. Ja, ist ein bisschen scheiße, ich weiß. Okay, tut mir echt leid, dass ich dich gefragt habe. Ich lass dich in Ruhe, okay? Werther, ich bin hier nicht sicher, Mann. Ich bin mit einem Verrückten hier. Rainer. Ja, okay. Mein bester Freund und ich liegen gerade total high auf der Couch und kamen auf die Frage, wieso man gerne Nipples suckt. Dann ist mir eingefallen, dass man das ja sogar schon als Baby macht. Somit ist Nipples sucken einfach unser Urinstinkt und darum finden das alle schön. Ja, stimmt, weil Cocksacken finden nicht alle schön. Ja, das stimmt. Pissen mag auch jeder gerne. Pisse? Pissen. Ach so. Nicht Pisse an sich? Ja, ich verstehe schon. Ja. Ich hab dich nur, also ich hab's anders verstanden. Ja, du wolltest es anders verstehen. Weiß ich nicht. Du trinkst keine Pisse, ne? Ich wusste es. Das hat nicht so gegrinst, das war ein Test. Nein. Doch. Nein. Kommt doch mal mit welcher Person, trinkst du schon gern Pisse. Aber, oder an Pissen. Wir fangen gar nicht erst mit Pisse an hier. Und gerade dieses Mutter... Ist das ein neuer King, den Rezo da unlocked hat? Milchding los. Wir fangen nicht jetzt mit Pisse an. Okay, Leute, also das war's mir wieder mit Shorts. Lasst gerne da noch oben Abo da und beim nächsten Mal schauen wir uns wieder Shorts an. Verrückt, oder? Wer hätt's gedacht? Krass. Bis dann. Ciao.